Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübe Detlef and Friends und euch und Friends nicht. Ja, ich muss es immer wieder ansprechen. Vielleicht kommen ja neue dazu. Die wissen es nicht. Es wird ein bisschen gegrindet. Ich fahre ein bisschen meine Lights. Und krieg Stadtmaps. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Die haben 3 Lights. Wir auch. 2 Mets, okay. Tja, wenn die mit hochfahren, dann ist alles gut. Ja. Naja, werden wir mal oben in die kleine Stadt auf jeden Fall mal kurz gucken. Schon mal die Armada außen lang. Aber wir haben ein bisschen was in der Stadt, das ist schon mal ganz gut. Hier prallt viel ein. Lass den doch ausgucken. Oh, Stücke, komm. Trau dich. Trau dich. Ich muss bloß ein Stück gucken, dass ich dich ketten kann. Los, tu es. Geduld ist eine Tugend. Wir haben aber auch nichts anderes zu tun, ne? Wir haben aber auch nichts anderes zu tun, die Affen. Ach. Ich lade einfach zu lange nach. Sehr gut. Ja, der Reload ist doch jetzt schon wieder unter aller Sau, weil der Ladeschütze tot ist, Mann.
Alter, eben doch richtig ein, Mann. So schlecht. Jetzt kommt mir wieder um die Ecke. Lol. Er ging voll durch ihre Panzerung. Nicht leider so lange. Ah, okay. Es war eigentlich klar, dass er kommen muss. Scheiße. Nein, CDC, mach's nicht. CDC, tu's nicht. Das ist doch der T95. Okay, der hat sich dreht. Nein, das ist der Tiger, das ist der Tiger. Nein, 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 nicht, nicht, nicht. Nein, das ist gar nicht so schlecht. Hm. Okay. Sehr gut, dann hat er noch was, das war wichtig. Tiger ist auch One-Shot, das müsste eigentlich gewonnen sein. Schon alleine, weil da ja einer durchkommt. Also wenn wir das noch verlieren, dann haben sie auf jeden Fall was falsch gemacht. Sehr, sehr gut. Viele Mädels. Fühlt sich schon wieder so ein bisschen wie Sniper-Action an, ne? So ein bisschen. Keine Panzerung, ne? Den können sie einfach durch den Turm durchholzen vorne. Help me, please. Okay. Was ist denn angepinkt? C4. C4? Was ist denn bei C4? Ich weiß nicht. Fährt er da unten durch den Graben und steht gleich alleine da. Komm, 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 komm. Ja, komm. Da hätte ich keine Chance. Keine Chance, keine Lust. Was ist denn mal noch? Was ist denn noch? Das war gut. Da ich keine Chance, da wollte ich auch nicht draufschießen. 3-4 schwer, ne? Da hab ich keine Chance. Keine Chance. Steht aber auch schön provokant da, ne? Und zur seitlich.
Ich stürze gerne ein bisschen klein, aber ich bin offen. Und was auch immer. Komm, frag noch ein bisschen. Nee, der ist schon vorbei gefahren, oder was? Komm nicht ran. Jetzt fährt er weg, der Leo. Ich würde mich interessieren, wer mich hier oben aufmacht. Ja, jetzt sind sie beide da. Ach, fickt euch doch, Mann. Dieser ganze... Das ist so kotzen. Du hast halt, als Mid hast du einfach so viel Gutes, ne? Ich hätte einfach wegfahren müssen zur richtigen Zeit. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin nicht weggefahren. Komm, wir gönnen uns mal eine kleine Runde zwischendurch. Mal was, was auch mal ein bisschen Panzerung hat, was nicht so wahnsinnig schnell ist. Und weil ja nur Stadtmaps meistens kommen oder Schlauchmaps, muss ja eigentlich dieser Panzer perfekt sein. Perfekt. Ehrlich jetzt? Ehrlich? Jetzt kommt eine offene Map? Wie ich das Spiel einfach mega hasse. Jetzt kommt einmal eine offene Map, wo du als Scout richtig gut arbeiten kannst. Also wirklich, es gibt halt keine bessere als die. Und dann sitze ich in der Maus. Yippie. Elfriede, hast du Bock? Hast du Bock? Ja, ich will. Scheiße. Ich bin einfach viel zu langsam. Ne? Ich bin einfach viel, viel zu langsam. Die Panzerung ist ja leider auch nicht mehr das, was sie war. Unten kommst du ja jetzt auch mit 200 Pennen durch. Die haben sie ja wieder ein kleines bisschen genervt, was ja auch irgendwo in Ordnung ist. Habe ich mir gedacht. Oh ja. Sehr, sehr schnell ist er doch. Stellung auf dem Berg. Ja, und ich treffe ihn an der Kanone, oder was? Ach, höre doch auf mit dem Quatsch. Der war es auf jeden Fall nicht. Tja, ein bisschen Licht an der Stelle. Easy, du stehst da ziemlich offen. Stehst leider nicht auf. Fahr mal ein bisschen vor, vielleicht kriege ich sie hier spotted. Ein bisschen Sichtweite habe ich ja glücklicherweise. Das ist ein Turm. Ein Turm, der hat nicht so viele Panzerungen.
jetzt kommen sie von da auch schon durch hier vorne. Leute, die Flanke müsst ihr wenigstens halten. Wenigstens die Flanke halten. Mach's gut, Junge. Endlich bewirken. Leute, Mann, das war's Kettenrad. Oh, dieses scheiß Drecks-Aiming, ehrlich. Komm, 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 komm. Steht dahinter. Ehrlich, die ist ihm doch so weit vorfahren. Ja, jetzt kommt er weg. Das Massaker beginnt. Wirkungstreffer. Habe ich dich auf Kette gestellt, also. Das ist ja schön. Jawohl. Schön gespielt, Leute. Schön gespielt. Maus, 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 Maus. Okay, da hast du dir aber einen Feind ausgesucht. Würde ich gerade sagen. Ein kleines Türmchen nehmen wir mal ein bisschen AE, wa? Ja, wobei. Ja, so geht's natürlich auch. Harte Ziele. Die Maus, die fährt, die fährt, die fährt. Da oben. Da ist die Arti, wa? Na, könnte das möglich sein? Ja, muss ja. Muss ja die Arti sitzen. Ja, genau. Da komme ich natürlich nicht durch. Das ist doch klar. Dann machen wir es halt so. Shit happens.
Scheiße. Nicht wegfahren. Das war's. Der WT und der Sturzwagen sind da. Die geben jetzt erstmal noch eine Kelle. Ja. Für eine offene Map war es doch ganz in Ordnung. Ein bisschen was abfarben konnten wir. Das ist doch in Ordnung. Diese 50.000, ne? Das dauert noch. Die 50.000, das dauert noch, sag ich. Hm. 50.000 hat es noch. Keine Art hier. Sehr gut. Sie wollen den Berg. Sie wollen den Berg. Den werden sie auch bekommen. Go left some heavies. Ja, genau. Natürlich. Wir fahren da hinten durch die Kante und da steht dann ein BT im Hintergrund und schön viel Heavies vorne. Und wir kommen da nie wieder raus. Auf keinen Fall. Wir werden uns schön den Berg holen. Ja, wenn nicht mal die Mets dahin fahren, ja. Können wir gerne HP tauschen. 700 gegen Full Life. Nehme ich. Habe ich jetzt nichts dagegen, muss ich sagen. Ich lade nach. Stell dich bitte nicht direkt davor. Oh, ist der tatsächlich da oben? Wir haben so schön den Berg eingenommen, ja.
Alter, wie ich mal nicht hinkommen konnte, ey. Das nervt mich doch schon wieder. Diese Unfähigkeit. Oh, was macht denn die Ruhe da hinten? Was macht denn die fucking Ruhe da hinten? Warum opfert die sich denn? Oh. Wenn du so eine Suicide-Fahrer dabei hast, ja. Ja, ich keine Chance. Ich muss unten rum. T25-Pilot kommt auch. Warum bin ich aufgegangen? Da hinten noch, ne? Das müsste eigentlich passen. Ja, fuck, Mann! Ich hab diese Piss-Badget angefahren, Mann! Dieser Schuss geht natürlich nicht rein. Hauptsache, diese Affentypen fahren da hinten lang, ey. Einfach mal ein bisschen Unterstützung, wenn du den Berg da hast. Wenn du den Berg hast und wir hatten diesen fucking Berg, wir hatten ihn. Da hast du das Game gewonnen. Und nein, sie müssen darüber fahren. Warum? Ja, das wissen sie selber wahrscheinlich noch nicht mal. Das ist Heavy League, da fahren wir auf jeden Fall hin. Und die Mädels so, oh, wir unterstützen die Heavys. Komm, wir fahren da drüben lang. Das ist viel, viel geiler. Ja, ein Scheißdreck ist geiler. Ach, eigentlich wäre die Folge schon zu Ende gewesen. Aber wir machen noch eine. Komm, noch eine schnelle. Wir machen noch eine schnelle. Die war es auch einfach nicht würdig aufzuhören, die Runde. Ich verstehe die Leute manchmal nicht, ehrlich. Fahrt doch einfach auf den Positionen, die wichtig sind. Die wichtigen Positionen und nicht irgendwo über die linke Seite, wo kein Mensch interessiert, ob da ein Panzer steht. Mich interessiert das ganze Game nicht einen Moment, ob da ein Panzer ist, ehrlich. Weil die Positionen einfach nicht wichtig sind. Oh, hat aber auch eine scheiß Position von CSA. Hat aber auch scheiß Position. Oh nee, easy. Ach. Ja, natürlich. Und der fackelt mich direkt ab, dieses kleine Hurenkind. Oh. Und die E7 hat sogar vorbeigeschossen. Sie hat sogar vorbeigeschossen. Ei. Diese Affenkinder. Was hieß die Seitzöf? Das war von Vasa einer. Sehr cool. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Dass sie alle absnipern wollen, das hätte ich nicht gedacht. Sie haben wirklich sich nicht drum geschert, ne? Ob da vorne einer. Ob sie selber da hinkommen. Sie wollten unbedingt und sie haben es geschafft. Was soll's, Leute, was soll's. Schön, dass ihr dabei wart. Die letzten beiden Runden waren leider nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Aber ist egal, auch so eine Runde hat man natürlich. Ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche. Schaltet wieder ein. Let's play mit Dübe Detlef. Macht's gut.